Einen wunderschönen und willkommen zurück zu Super Limina. Letzte Folge war es ja ziemlich creepy. Ich hoffe, es ist schon sieben. Wir haben es bald durch, glaube ich. Letzte Folge war ziemlich creepy. Ich hoffe, dass die jetzt ein bisschen weniger creepy wird. Das sieht wunderschön aus. Da ist gar nichts creepy diesmal. Hübsch. Bringt halt nichts, oder? Und das sieht aber schon wieder creepy aus. Wow! Gott sei Dank gibt es keinen Sturzschaden. Boah, geil! Da steht so ein Haus. Wetten, dass ich das Haus groß machen muss? Und dann bin ich in dem Haus drin. Oh, geil! Ha, machen wir das zu groß oder machen wir es ein bisschen kleiner? So. So schaut das realistisch aus. Dann kommen wir nicht auch hier hoch. Arbeitssicherheit wird hier nicht so groß geschrieben. Oh, jetzt will ich wissen, kann ich mir da wehtun? Nee. Kürz mich gleich. Oh! Was? Jenga oder wie? Ah, den mache ich jetzt riesengroß, dann pustet der die Steine weg. Ich bin ein Fuchs. So, den nehmen wir jetzt. Geh da rein, bitte. Boah, war das laut. Okay, weiter geht's. Was kann ich hier nehmen? Ich muss hier irgendwas... Irgendwas kann ich bestimmt wieder... Scheiße, hoffentlich ist das nicht... Ah, perfekt. Perfekt. Oh, eine Hüpfburg. Eine sehr kleine Hüpfburg. Also, wir gehen da hoch. Halt. Ja. Ach komm. So. Und jetzt. Das passt schon, oder? Ja, wunderbar. Ist fast zu groß. Ah ne, doch, weil ich muss in diesen Lüftungsschacht rein. Scheiße, ich komme da nicht durch jetzt. Ach du Dreck. Ach so. Aha. Jetzt kann ich's nehmen. Ne, kann ich nicht. Digga. Hey, ich hab's voll verbockt. Was soll ich jetzt machen? Falle ich jetzt so langsam, weil ich so klein bin? Boah, jetzt stimmt halt gar nichts. Die ganzen Größenverhältnisse, jetzt alles falsch. Shit. Schau mal, wie lange ich jetzt laufen muss, bis ich da drüben bin. Ich komme da nie wieder hoch. Das kannst du vergessen. Nein, ich hab's echt verkackt. Kann man Level neu starten? Zurück zum Speicherpunkt. Wenn ich jetzt hier durchgehe, dann komme ich ganz klein da raus. Muss ich vielleicht so klein werden, dass ich wie so ein Floh darüber fliegen kann? Jetzt bin ich halt unfassbar winzig. Schau, wie klein ich jetzt bin. Aber deswegen kann ich ja nicht fliegen oder so. Oh Gott, allein bis ich da drüben bin. Das geht gar nicht. Ich komme da dann auch nicht hoch. Aber es ist ja eine Hüpfburg. Vielleicht, wenn die unten liegt, dass ich dann da... Wow! Ja, genau. Ah, ja, jetzt verstehe ich's. Jetzt pass auf. Oh Gott, das dauert jetzt 100 Jahre, bis ich da vorne bin. Aber stand die ganze Zeit die Colaflasche hier, das ist ja auch geil. Aber das ist eine Idee. Ich leg die Hüpfburg dann da in die Mitte, gehe hier durch, spring auf die Hüpfburg und dann katapultiert's mich an das nächste Fenster rein. Es dauert jetzt nur 100 Jahre, bis ich wieder bei dieser Tür bin. Jetzt überlegen wir nochmal kurz. Also, ich passe ja hier nicht durch. Ich muss kleiner werden. Das heißt, Hüpfburg jetzt hier hin. Jetzt gehen wir wieder hier raus. Komm hier raus. Jetzt kann ich doch da hoch, oder? Ja, okay. Jetzt nehmen wir die Hüpfburg. Die kommt jetzt... Da komme ich doch niemals hin. Niemals!
Oh mein Gott, Digga. Ey, ich schwör's dir, Alter, es muss so funktionieren. Ich komme halt schon gar nicht bis zu dieser Hüpfburg, oder? Ja, geil. Okay, eine Idee habe ich noch. Oh mein Gott, ja, ich glaube, ich hab's. Jetzt geht das nicht mehr, weil ich zu groß bin. Okay. Ist aber egal, weil ich weiß jetzt, wie es geht. Boah, es ist auch mega simpel. Wahrscheinlich ist schon wieder die Hälfte hier in den Kommentaren, wie dumm ich bin. So, jetzt passt auf, Leute. Jetzt passt auf, wie unfassbar kackendämlich das wir waren. Kann man keinem erzählen. So, die muss größer werden. Ein bisschen. Immer noch zu klein. Ja, das sollte gehen, glaube ich. Jetzt gehen wir hier durch. Hier raus. Schauen wir mal, ob es von der Größe her passt. Ja, ganz wunderbar. Und jetzt passt auf. Doch, das geht. Haha. Ach Gott, waren wir. Also, gerade ihr. Unfassbar. So dumm. So dumm. Zack, sind wir drüben. Wie weit sind wir jetzt oben? Nee, ich will es nicht rausfinden. Ich sehe mich schon runterfallen und dann kotze ich im Strahl. Oh Gott. Nicht fallen jetzt. Nicht fallen. So. Fünf von sechs Träumen ist das absolute Limit. What's the emergency protocol to emergency protocol? Also wir haben jetzt fünf Träume gemacht, oder wie? Weiter geht's, würde ich sagen. Ran an den sechsten, Freunde. Da, jetzt ist es wieder drei. Das ganze Spielchen wahrscheinlich wieder von vorne los. Emergency exit protocol initiated. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in 10, 9, 8. Error. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Yeah? Impossible. No. Reformulating. Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Wake up. Emergency Nein. exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Instruction. Continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Okay. Whoa. Das Level war jetzt nicht so schwer. Oh, die Wolken sind jetzt so rot. Nee, die sind weiß. Das war wahrscheinlich schon immer so. Boah! Ja, geil. Habe ich was falsch gemacht? Hätte ich... Ist hier auch ein... Ich muss den... Das ist nicht der weg. Ha! Ha! Alter! Was? Alter. Oh mein Gott, was geht hier ab, Alter? Der Gang ist weg. Hallo? Boah, der Shit ist so räudig, Leute. Ging das schlimmer? Okay, ich muss das ganz groß machen wahrscheinlich. Muss ich da reingehen?
Kann ich da rein? Ja, kann ich. Ah. Shit. Oh mein Gott, Alter, das wird jetzt echt zu krass. Ich... Ich check. Ja, und jetzt? Ah, wow! Wow! Ach so, nee. Ah! Es ist so krass, Leute, es ist so krass. Okay, ich brauche diesen Würfel. Oh, oh. Scheiße, Alter, es ist so krass. Wow! Wow! Oh Gott, was soll die Mucke jetzt? Leute! Schaltet mal einen Gang runter! Aufzug, Aufzug! Exit temporarily moved. Okay, und wohin? Ah! Hier war ich schon. Okay. Dann machen wir jetzt. Habe ich was falsch gemacht? Jetzt bin ich wieder hier. Und wieder. Ja, fuck. Ja. Ändert sich an der Uhrzeit was? Jetzt ist 9:30. Nee. Digga, ich schnall's grad nicht. Was soll ich denn jetzt hier machen? Perspektive ist nicht real, ja, und jetzt? Was sagt uns das? Ich komme da nicht hoch. Ich kann halt nichts drücken hier. Alle drei. Falsch. Was habe ich denn jetzt gemacht, dass ich in Halle 2 war? Okay, hier kann ich trotzdem nichts machen, oder? Nein. Halle 3. Mein Gott, ich muss hier irgendwas tun, ich weiß nicht was. Jetzt gehe ich, mach's wieder. Jetzt bin ich wieder bei 1. Drei. Und oh, 4. Warum? Falsch. Was passiert hier? Falsch.
Okay, jetzt ist mir was aufgefallen. Er sagt Notausgang hier drüben. Ist er aber nicht, er ist rechts. Dann ist es falsch. Falsch. Jetzt stimmt's. Jetzt sagt er, der Notausgang ist rechts. Ist falsch. So, aber da habe ich doch keinen Einfluss drauf. Was kann ich denn machen? Was kann ich denn machen, dass das stimmt? Gar nichts kann ich machen. Okay, wenn ich jetzt hier so rüber gucke beim... Aber, nee, warte mal. Der Notausgang ist hier oben dann. Hat die Art, wie ich hier durchgehe, irgendwelche Auswirkungen darauf? Jetzt passt's wieder. Falsch. 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 Nee, richtig. Falsch. Okay, jetzt pass auf. Er müsste jetzt links sein. Ist er. Rechts. Kann ich... Hat es was... Ich... Glaub. Okay, jetzt pass auf. Ich glaube. Jetzt pass auf. Ich gucke jetzt nach rechts. Das ist jetzt falsch. Genau. So, jetzt löscht er wieder. Jetzt ich hab's. Ich muss nach links. Da, wo ich zuerst hinschaue, ist falsch. Das heißt, ich gucke jetzt nach rechts. Hier sind die Schilder. Hier ist die Tür. Jetzt gucke ich nach links. Hier ist die Tür. Jetzt gucke ich nach rechts. Alter, es ist... Oh mein Gott. Okay, der war gut. So. War ich in... Wow! Alter, das Spiel dreht so durch, das ist nicht mehr normal. Ich geh halt jetzt da drüber, bitte. Wow. Oh Gott, das geht so ab. Wirklich überhaupt. Oh mein Gott, was ist denn das? Ah. Die verarschen mich doch.
Hallo? Da lang. Ah, okay. Das war einfach. Boah. Ist das geil. Das ist so geil. Listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Bin ich draußen? Wow, das ist nochmal ein ganz kleiner Parkplatz. Okay, die Tür ist weg. Alter, was? Was geht hier ab? Das ist doch echt nur noch Glück, hier weiterzukommen, oder? Das hat doch nichts mehr mit, ich verstehe das, zu tun. Das reilt kein Mensch, was hier... Ach, wird der Raum immer kleiner? Oh, mein Schlafzimmer! Was ist da? Welcome. Ja, Größe, ne? Wir haben es geschafft. Wir haben das Level mal wieder geschafft. So, Leute, das letzte Level machen wir nächste Woche. Da spielen wir den Bums hier mal durch. Meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Ich liebe dieses Game. Ich bin so... Ich finde das so Hammer, das ist einfach unfassbar. Noch eine kurze Zwischeninfo, ich habe doch gesagt, dass ich den Start von Cyberpunk streamen werde, also das Charakter erstellen und so. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil ich rausgefunden habe, dass man da wirklich alles designen kann. Das heißt auch den Schlong. Und das kann ich natürlich nicht streamen. Aber vielleicht, wenn ich den Schlong fertig habe, starte ich einen Livestream. Ich weiß es noch nicht, mach mal spontan. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren, die Glocke aktivieren. Ihr würdet mich damit mega unterstützen. Ich bin euch sehr dankbar für jeden, der es macht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Remember me for centuries.